Die Szenerie ist filmreif und verzaubert Jahr für Jahr die handverlesenen Gäste. Eine luxuriöse Villa am glitzernden See, eingebettet in eine üppige Parkanlage, umarmt von einer beeindruckenden Bergkulisse. Das ist die Villa d'Este im Frühjahr. Schauplatz des Concorso d'Eleganza mit dem Oldtimer-Schönheitswettbewerb und der Präsentation automobiler Designstudien unter dem Patronat der BMW Group. Für viele Kenner und Sammler ist es die wohl schönste Klassikerveranstaltung der Welt. Die Kombination aus Eleganz, hochkarätigen Fahrzeugen und Gästen ist einzigartig. Manch einer setzt sich selber ebenso in Szene wie sein exklusives Fahrzeug. Über die Jahre erkennt man klar den Trend, dass sich immer mehr Besitzer passend zum Fahrzeug in Schale werfen. Als Belohnung durfte die Fahrerin des auffallenden türkisfarbenen Delahaye 135M Roadster mit Carlton-Karosserie, sie kam mit einem originalen zeitgenössischen Kleid samt Handtasche, den Preis Best Dressed entgegennehmen. Sehen und gesehen werden ist hier das Motto. Der italienische Sammler Corrado Lopresto zeigte sich stilecht neben seinem Alfa Romeo 1900 Supersprint La Flash mit Sonderkarosserie. Auch beim umwerfenden Lamborghini Marsal glänzte die Besitzerin mit entsprechender Kleidung. Rund 50 Oldtimer stellten sich beim 90. Jubiläum 2019 in 9 verschiedenen Klassen beim Wettbewerb der Jury. Schon die Teilnahme gleicht einer Auszeichnung. Am Samstag inspiziert die Jury den ganzen Vormittag die edlen Karossen. Die Besitzer schildern das Wissen über den Wagen, zeigen Details und sind angespannt wie in Kindheitstagen beim Gedichteaufsagen. Perfekt muss die Präsentation sein. Das Fahrzeug, seine Historie, die Restauration oder die Erhaltung. Wie beim Bugatti 57S von 1937 mit einer Van den Blas Sports Tourer Karosserie. Die diesjährige Veranstaltung stand unter dem Motto The Symphony of Engines. So ließ sich die Jury von jedem einzelnen Fahrzeug auch den entsprechenden Sound des Motors vorführen. Manch einer blubberte leise vor sich hin, während in der sportlichen Klasse die Motorensounds eher ohrenbetäubend heulten. Erstmals wurde für den besten Sound sogar ein Preis aufgerufen. Sieger des Preises wurde der Ferrari 275 GTB Competizione. Aber natürlich stand die Eleganz der Fahrzeuge im Vordergrund des Geschehens. Sieger der begehrten Trophäe Coppa d'Oro, dem Publikumspreis, wurde der Alfa Romeo 8C 2900B mit Touring-Karosserie, der gleichzeitig auch die Jury überzeugen konnte und den Preis Best of Show erhielt. Die Entscheidung ist angesichts der Fülle der ganz besonderen Fahrzeuge sicherlich nicht leicht gefallen. In der Klasse Daring to Dream, Concepts which Rock the Motoring World, waren außergewöhnliche Designfahrzeuge zu sehen. Zum Beispiel der Vibrant 77 Prototype von 1966. Direkt daneben der Lamborghini Marsal von 1967 mit dem verglasten Dach und den voll verglasten Flügeltüren, der auch Sieger seiner Klasse wurde. Das Interieur wurde in Silber gestaltet und wirkte sehr futuristisch. Nicht weniger futuristisch präsentierte sich der Ferrari 512S Modulo von 1970, der bei Pininfarina entworfen und gebaut wurde. Das Dach einschließlich der Frontscheibe lässt sich zum Ein- und Aussteigen nach vorne schieben. Ältestes Fahrzeug im Feld und beeindruckend war der Vauxhall 30-98 Type OE Bowtail Tourer von 1925. Das Fahrzeug wurde Sieger in der Klasse Goodbye Roaring Twenties. Den Preis für den am besten erhaltenen unrestaurierten Vorkriegswagen erhielt der Lancia Lambda Serie 5 von 1928. Den besten unrestaurierten Zustand bei den Fahrzeugen aus der Nachkriegsära präsentierte der CD Panhard Le Mans 64 von 1964. Der 848 Kubik Zweizylindermotor bereitete dem Publikum große Freude.
In der Regel zeigen sich bei Konkursveranstaltungen dieser Qualität vor allem die großen formschönen Sonderkarosserien. Selten wird den kleineren Fahrzeugen eine Klasse gewidmet, obwohl auch hier durchaus designvollendete Modelle zu finden sind, wie die Klasse Small and Perfectly Formed zeigte. Große Sympathieträger waren der Seat Nardi 750 GT von 1964 mit seinen aerodynamischen Heckflügeln und der Austin 7 850 Beach Car von 1960. Ein echter Hingucker war auch der bei GEA gestaltete Abarth 205 Sport 1500 von 1953, seinerzeit teurer als jeder Ferrari. Der Samstag im Park der Villa d'Este begann mit traumhaftem Wetter. Die Fahrzeuge standen vor der türkisblauen Kulisse des Comer Sees. Pünktlich zum Beginn der Preisverleihung mit dem großen Schaulauf über die Terrasse der Villa d'Este setzte ein Gewitter mit wasserfallartigem Regen und Hagel die Veranstaltung regelrecht unter Wasser. Die Stimmung blieb, es wurde eng zusammengerückt und die Präsentation wurde kurz und bündig unters Dach verlegt. Einmalig ist der Concours d'Elegance der Motorräder am Sonntag im Park der nahegelegenen Villa Erba.